herzlichen Glückwunsch bei einer neuen Folge Elder Scrolls Online. Wir sind hier gerade auf Heus Fluch. An der Rückseite, also am Hintereingang zur Kanalisation fürs Diebesnest. Und dann schauen wir mal, was wir heute machen. Ich möchte heute mal schauen, ob es von den Mitgliedern der Diebesgilde noch persönliche Quests gibt. Diese Quests, die verraten uns immerhin was über die Charaktere. Und oh, schauen wir mal, was hat denn das hier auf sich? Nachricht von Belsa. Caldrissia, was ihr vom Eisenrad geborgen habt, wird sich als sehr lukrativ für uns erweisen. Lasst uns über Beutezüge sprechen. Trefft mich vor dem Nest, sobald ihr bereit seid. Okay. Nehmen wir mal an. Ich weiß aber noch nicht, ob ich genau das jetzt mache. Wir nehmen es halt mal an und dann schauen wir mal. Die anderen haben ja auch noch was für uns. Was ist denn das hier? Schleicht leise. Caldrissia, erneut muss ich um eure Hilfe und euren Rat bitten. Ich habe eine Lösung für die Lage meiner alten Freundin betreffend, doch sie ist schwierig zu erklären. Ich würde euch lieber persönlich erläutern, anstatt hier irgendwelche Einzelheiten anzugeben. Trefft mich bei den Docks. Ihr könnt mich in einem der Warenhäuser finden, die das Ufer überblicken. Wir sehen uns dort, dann erkläre ich alles schleicht leise. Ich nehme an, ich mache das mit schleicht leise heute. Weil mit den anderen beiden habe ich schon jeweils zwei Quests, mit schleicht leise nur eine. Und deswegen neige ich momentan dazu, heute schleicht leise zu helfen. Ich sag mal, die Beutezugmeister Not von Belsa. Ich glaube, dass das jetzt auch wieder was anderes ist. Es ist vielleicht schon eine Endlos-Quest oder so. Aber gut, ich behalte sie mal im Hinterkopf. Was ist denn das hier? Caldrissia, ich habe neue Informationen über Nikolas, die eure Aufmerksamkeit und eure Diskretion bedürfen. Trefft mich in Heus Mähne an der Promenade von Abbas Landung. Das ist wohl die Fortführung der Hauptquest. Vermute ich mal. Gut, nehmen wir auch mal an. So lange, bis ich keine Quests mehr annehmen kann. Gildenhändler. Und was ist mit Quen und... Ja. Was haben wir hier? Das ist eine Akquisitionssache, oder? Genau, vielleicht halten sie ja... Nee, das ist so eine. Das ist schon endlos. Also. Sind schon Dailies oder wie man sie nennen mag. Ja, gut, dann helfen wir mal schleicht leise. Schleicht leise soll ich an den Docks treffen? Gut, und dann sehen wir mal weiter. Richtig, supi. Ich möchte in der Stadt rauskommen, damit ich nicht den ganzen Sums drumherum reiten muss. Okay, darauf. Ich nehme an, dass das, was ich für Belsa erledigen soll, keine persönliche Quest mehr ist. So, vom Gefühl her. Weil deren Angelegenheit sollten geregelt sein. Mit ihrer kajitischen Freundin. Was? Flucht ist eine gute Möglichkeit, aus einer schwierigen Situation zu entkommen. Wer hätte das gedacht? Ja, warum hat mir das nicht früher schon jemand erklärt? Okay, schauen wir mal, wo muss ich ihn genau hin? Jo, alles klar. Ja, Ladebildschirm, die gibt es bei 32-Bit-Klienten häufiger. Aber dafür bleibt mir heute der Soundpack erspart, den sind nur beim 64-Bit-Klienten, soweit ich weiß. Bin ich hier noch richtig? Ich muss hier irgendwo runter. Da war doch ein Durchgang, ne? Ah ja, genau, hier. So, abwärts. Das tat meinem Pferd sicher nicht gut.
stimmt noch. Die Frage ist nur, muss ich noch mal rauf oder ist das hier unten alles? Das hier dürften alles schon Diebesquests sein für später mal. Na? Bergziegenmodus? Nö. Sag mal, wie komme ich jetzt da hoch? Ah ja, ich sehe schon. Okay. Könnte man drauf kommen? Ah ja, das wohl. Sieht richtig aus irgendwie. Lagerhaus. Diesmal habt ihr einen großen Fehler gemacht, ihr Echse. Meine Agenten werden euch finden und dann mache ich eine Handtasche aus eurer Haut. Anais Velmont? Hä? Hast du die gekidnappt oder was? Das ist aber nicht, Es braucht eine Weile, aber mir ist endlich die beste Methode eingefallen, um Anais eine Lektion zu erteilen. Ich verspreche, das wird schon bald alles einen Sinn für euch ergeben, meine Freundin. Ja, das hoffe ich doch. Was machen wir hier schleicht leise und ist das die gefesselte Anais dort hinten? Vertraut mir, bleibt noch einen Moment lang ruhig und alles wird sich klären. In Ordnung, ich höre. Meine Mitarbeiterin ist mit der Antwort aus dem Herrenhaus zurück. Würdet ihr sie gerne hören? Lösegeld? Das ist euer Plan? Mein Verwalter hat klare Anweisungen, nicht mit Entführern zu verhandeln. Er meinte, wenn auch nicht in diesen Worten, das ist unerhört. Sie ist nicht mal halb so viel wert. Dieser alte Bock. Da ich nun aus dem Weg bin, hofft er wohl darauf, die Geschäfte zu übernehmen. Habt ihr meine Mutter kontaktiert? Sie ist zu dieser Jahreszeit in Vrotgar, richtig? Wegen Handelsvereinbarungen. Wir haben keine Zeit, sie zu erreichen. Bindet mich los und wir vergessen das hier schleicht leise. Um der alten Zeiten willen. Hört ihr mir zu? Aha, plötzlich um der alten Zeiten willen. Naja, das letzte Mal... Ja, ihr habt es bestimmt angeschaut, die Folge. Danke für eure Geduld bei all dem. Ich hoffe, ich klang überzeugend. Wollt ihr mir jetzt erklären, was wir hiermit machen? Anais muss erkennen, was sie falsch gemacht hat. Leute sind kein Eigentum. Man darf sie nicht verkaufen und mit ihnen handeln. Und man darf sie ganz sicher nicht zu Sklaven machen. Also habt ihr sie entführt und er verlangt ein Lösegeld? Ich nehme an, der lässt sie jetzt mal was von ihrer eigenen Medizin kosten. Es gab keine Lösegeldforderung. Das habe ich alles erfunden, um ihr Angst zu machen. Bisher weiß noch niemand, dass sie verschwunden ist und ich würde auch wollen, dass es so bleibt. Und was habt ihr dann mit ihr vor? Nehmt diese Briefe. Ich will nicht, dass Agenten ihrer Familie auf der Suche nach ihr hierher kommen. Daher habe ich Briefe gefälscht, die ihre Abwesenheit erklären. Verteilt sie einfach im Velmont-Herrenhaus. Das wird mir die Zeit verschaffen, die ich brauche. Zeit? Zeit wozu? Zeit für Anais, ihre Lage zu überdenken und herauszufinden, ob es die eigene Einstellung zum Halten von Haustieren und Sklaven ändert, wenn man selbst gefangen und machtlos ist. Sobald sie ihre Lektion gelernt hat, lasse ich sie wieder frei. Trefft mich im Diebesnest, nachdem ihr die Briefe verteilt habt. Ja, hab ich's doch geahnt. Na schön, ich werde diese Briefe im Velmont-Herrenhaus verteilen und du gibst jetzt mal eine Kostprobe, wie man sich als Sklave fühlt, oder was, ne? Gut, gut. Gefällt mir. Wollte ich hier hin? Ja, irgendwie schon. Aha, alternativer Weg offenbar, den hätte ich wohl auch nehmen können. Der tut mir nix. Hüpf. Wer schleicht denn da rum? Seid gegrüßt. Grüß dich auch. Die tut mir nix, da tue ich ihr auch nix. Sehr schön. Schauen wir uns die Dächer der von Heusbach mal an. Hier oben bin ich auch noch nicht oft gewesen. Was gibt's denn hier? Nichts Bestimmtes, würde ich sagen. Jedenfalls im Moment nicht. Vielleicht bei späteren Quests. Hallo. Miau. Aha, so hätte ich also auch dahin kommen können. Ich hätte einfach da lang und geradeaus. Mal schauen, ob ich mir das merken kann für den Rückweg später, weil ich muss bestimmt nochmal dahin. Wenn ihr das gewinnt.
Was? Was ist denn da los? Ach so, das ist dieser Feuerschlucker, okay. Ja, ich sprinte bewusst nicht, weil das nur zu ver... Ihr seht schon, ich sehe es an den Texturen, das Spiel lädt schon wieder mächtig nach, ne? Da ist, wenn ich keine Ladebildschirme will, sollte ich ein bisschen langsamer tun. Das ist dann der Nachteil vom 32. Ich glaube, ich laufe zu Fuß. Sonst spiele ich lieber mit dem 64-Bit-Klienten, der macht zwar diese Soundbugs und manchmal ist alles wieder immer noch, kann immer noch vorkommen. Aber ich habe weniger Ladebildschirme. Und die sind vor allem in Cerulean äußerst lästig. Seid gegrüßt. Grüß dich auch. Oh, aufschließen. Ich gehe mal lieber auf Seiten. So. Eins, zwei, drei, na? Bist du wohl? Vier, fünf. Das Velmont-Herrenhaus. Die Rotwadronen tun... Ach, das war schon wieder so schnell weg. Also manchmal könnte der Text unten ruhig ein bisschen länger bleiben. Weil gerade zu den Gegnern, die ich betrete... Ach was, ich bin unbefugt in einen geschützten Bereich eingedrungen. Wer hätte das vermutet? Kann doch keiner ahnen, Menno. Wenn ich durch eine abgeschlossene Tür durchgehe... Ja, den nehmen wir mit. Wir klauen jetzt mal alles, was in Nido Nadi fest ist. Aha, da ist ein Fuzzi Percy Belmont. Das muss ein Verwandter sein von ihr. Oh oh. Ich sollte mal meine Unsichtbarkeitstränke zurechtlegen. Ja, das ist jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, einen zu nutzen. Dann da lauf. Wurde ich erwischt? Nein, null Kopfgeld. Haha, sehr schön. Ganz vergessen, dass ich sichtbar werde, wenn ich eine Tür anfasse. Okay, immer noch null Kopfgeld. Was blubbert denn hier? Das ist aber ein verdächtiger... Ach, wie hier ist Blummer oder was? Ach so, das Dampfbad. Aha, rauf, okay. Dum-di-dum-di-dum. Da ist jemand. Kann ich das von da aus tun? Geht's von hier aus? Nee, geht nicht. Wenn ihr ein Kopfgeld wolltet, ja, dann jetzt habt ihr es Kopfgeld. Jetzt, Einbrecherin. Jetzt habe ich Kopfgeld. 462 unten rechts in der Ecke kann man es ablesen. Gut, gut. Naja, ich hätte ja diesen Absolutionserlass für 100.000 Kopfgeld und den hier. Den werde ich heute wohl auch mal testen, 500 Gold. Aber dazu lasse ich es erstmal über 500 anwachsen. Das war bestimmt das letzte Kopfgeld, das ich krieg. Ich mache einfach weiter, denke ich.
ganz vorsichtig. So. Upp, um die Ecke. Dem Typen mit der Lampe aus dem Weg gehen. Notfalls das Versteck benutzen. So, ich habe mittlere Rüstung an, damit ich besser schleichen kann. Da habe ich nämlich auch Bonus auf Schleichen. So. Und wohin jetzt? Auch wieder einen ersten Stockwerk geht. Da ist einer, da muss ich aufpassen. Wo ist die Treppe? Wie komme ich darauf? Da muss ich da hinten lang, ha? Ich höre Schritte. Moment, ich muss weg. Wo ist er denn jetzt? Aha, die sitzt da. Das ist, glaube ich, günstig für mich. Und da ist auch die Treppe. Jetzt da ist eine Wache gewesen. 415, geht schon wieder runter. Das Kopfgeld, sehr gut. Und was ist mit der? Warte mal, die schaue ich mir mal von der Ferne an. Mick Warda. Kein Mitspieler. Mitspieler neigen nicht dazu zu fegen. Ja. Geht die auch mal weg, oder? Kann sein, dass ich das Kopfgeld jetzt in Kauf nehmen muss, um dahin zu kommen. Jetzt geht sie weg. Dreht mir den Rücken zu, das ist gut. Das ist günstig. Besser wird's nicht. Platzieren. Lernstall durch geklaut. Jawohl, den zerlege ich. Platziert den Brief an Percy Belmont. Aha, jetzt muss ich wieder da raus. Jeder hat seinen. Hat einen Preis, heißt es hier. Da ist jemand. Wer ist denn das? Das war gut. Und nun wieder rüber auf die andere Seite. Da war ich doch erst hinten von jeder. Okay, da werde ich einen Moment warten müssen. Entweder geht der weg oder ich brauche einen Unsichtbarkeitstrank. Was musst du mich so erschrecken, du mit deiner Wildsau da? Hallo, du bist gerade auf YouTube. Es gibt ein Beweisvideo für deine Aktion. Der scheint sich nicht viel um Kopfgeld zu kümmern. Komm, verzieh dich. Jetzt ist die Gelegenheit günstig, jawohl. Was gibt's denn da zu lachen? Letztens habe ich doch hier im Gebüsch irgendwas machen müssen, ne? Weiß jetzt gar nicht mehr, was das war. Doch, klar, das waren doch die Teile, die ich aufsammeln musste für Schleicht leise, die eigentlich ihm gehören. Und die Anais. Ja, irgendwie als Reliquien behandelt hat, oder? Naja, weiß auch nicht, ich werde noch nicht ganz laut raus. Auf der einen Seite scheint Anais in Schleicht leise vernarrt zu sein. Auf der anderen Seite ist es wohl eher auch so eine Hassliebe irgendwie. Wobei, fragt mich nicht, wie eine Beziehung zwischen einem Argonier und einem Menschen ausschauen könnte. Wie das mit dem Kinderkriegen funktionieren soll und so. Ja, weil Argonier, das haben wir an Schattenfen gelernt, legen Eier. Hä, wie komme ich jetzt dahin, wo... Geht das hier? Das war der Garten, wo die zwei sich unterhalten haben, Anais und Schleicht leise. Und wo sie dann gesagt, ihre Wachen damit beauftragt hat, Schleicht leise einzufangen.
und wieder zu versklaven. Hier komme ich nirgendwo hoch. Naja, der Questmarker zeigt eh wieder in die Richtung. Dann tun wir das auch. Ich muss wohl doch da ums Eck, ob es mir gefällt oder nicht. Da ist auch einer. Jetzt ist Zeit für einen Unsichtbarkeitstrank. Hallo? Hä? Ich blicke hier gerade nicht durch. Ist das ein Balkon über mir oder was? So viel zu tun. Ich versuche jetzt mal hier. Vielleicht gibt es eine Treppe rauf. Ich werde euch der Wache melden, wenn es sein muss. Hau ab. Irgendwo hier wird es doch hoffentlich. Irgendwo wird es doch hier hoffentlich ein Versteck geben. Hallo, du willst nämlich mal ganz kurz verkrümeln. Lass mich! Also, ich bin jetzt zumindest da, wo ich hin soll, aber nutzen tut mir das jetzt gerade auch nichts. Ich brauche unbedingt ein Fass. Und einen Heiltrank werde ich auch bald brauchen. So. Oh, ich glaube, ich bin tot. Es ist überhaupt ein Wunder, dass ich so lange überlebt habe. Na gut. Damit ist mein Problem an und für sich auch gelöst. Ich muss nur warten, bis der Zausel da abhaut. So. Jetzt kommt der schon wieder daher. Uah! Verstecken. Einmal reicht, das brauche ich nicht nochmal. Da hinter der Säule steht er. Soldwache. 10 Millionen Leben. Das ist also ziemlich aussichtslos, gegen die kämpfen zu wollen. Das wird nichts. Deswegen habe ich es nicht einmal versucht. So, jetzt ist er hoffentlich weg. Platzieren. Und hoffentlich gibt es einen anderen Weg raus hier. Ich möchte nicht nochmal von denen niedergeknüpft. Der kommt schon wieder. Der hat einen ziemlich kurzen Aufweg scheinbar. So, jetzt soll ich ins Nebelst. Ich kann eigentlich. Kann ich nicht, weil ich Kopfgeld habe. Was? Ich habe kein Kopfgeld? Warum habe ich kein Kopfgeld? Wieso habe ich jetzt. Was? Habe ich jetzt. Ich hatte doch gerade noch 800 Kopfgeld. Hä? Moment. Nö. Kein Hinweis. Muss irgendwie mit der Platzierung des Briefs zu tun haben. Gut, dann gehen wir auch gar kein Risiko ein. Und machen einen Rückruf hierher. Ansonsten muss ich wieder, was weiß ich, eine halbe Stunde warten, bis ich das Video fortsetzen kann. Was? Was war denn das nun wieder? Bin ich entdeckt worden und habe jetzt doch, naja gut, wenn es nur ein bisschen Kopfgeld ist, habe ich ja diesen Erlass, diese Begnadigungsschreiben, dieses Goldene kriegt man per Quest, die Quest habt ihr wahrscheinlich gesehen, wenn ihr mein Let's Play verfolgt, ist noch gar nicht lange her, und die blauen, die bekommt man manchmal in Diebeskassetten, die überall in ganz Thumbnail auftauchen können. Okay, ich habe kein Kopfgeld, nochmal vergewissern, jawohl. Kehrt ins Diebesnest zurück. Ich muss also nicht einmal zum Hafen, sondern ins Diebesnest. Ist mir ganz recht so.
Wahrscheinlich hat das Platzieren des Briefs irgendwie das Kopfgeld aufgehoben, questbedingt. Anders kann ich mir das jetzt gerade nicht erklären. Jo, wenn das jetzt alles war, wenn ich jetzt wüsste, wie viel da jetzt noch kommt, weil eigentlich ist die halbe Stunde jetzt dann langsam voll. Was haben wir denn hier? Wichtige Nachricht von Schleichtleiser. Kalrissa, wenn wir beide anderen Geschäften nachgingen, wurde diese besondere Lieferung aus meiner Vergangenheit entdeckt und machte sich mit Piraten aus dem Staub. Ich muss sie retten. Ach du liebe Güte. Meine Kontakte in Abbas Landung berichten, die Lieferung wurde zur Heizangrotte gebracht. Ich mache mich sofort auf den Weg dorthin. Solltet ihr geneigt sein, mir zu helfen, würde ich eure Hilfe nicht ausschleiern. Schleicht leise. Okay, Heizangrotte kenne ich. Da war ich schon. Das ist da unten. Ja, gut. Dann wird es halt doch eine zweiteilige Folge. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie es hier weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge.